Hallo, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Und wir setzen das Thema fort, was wir in einem der letzten Videos begonnen haben. Was mache ich, wenn ich plötzlich sehr viel Geld auf dem Konto habe? Nehmen wir mal an, 100.000 Euro oder 100.000 Dollar, damit sich's mit einer runden Zahl rechnen lässt. Wenn Sie mehr Geld haben, hängen Sie eine 0 dran. Wenn Sie weniger Geld haben, streichen Sie eine 0 weg. Die Ideen, die ich Ihnen heute und in einem der nächsten Videos noch vorstelle, die sind von der Summe relativ unabhängig. Also, wir können uns zwei Positionen vorstellen. Sie haben 100.000 Dollar und sind all in Cash, dann haben Sie keine Kursschwankungen auf Ihrem Konto. Oder Sie kaufen sich eine Aktie, nennen wir sie mal die Aktie A, haben die 100.000 Euro in diese Aktie investiert. Was passiert natürlich nach dem Gesetz, dass alles das, was denkbar ist, auch irgendwann früher oder später eintritt? Der Super-GAU, unsere Aktie A, fällt natürlich um 50%. Was macht unser Kontostand? Auch der fällt um 50%. Nun, ich halte das erstmal nicht für eine Katastrophe. Ich würde nur sagen, Pech gehabt, zu teuer gekauft. Aber was machen wir, damit wir solche Fälle umgehen können? Also Punkt 1, wir sollten uns angewöhnen, dass wir eben nicht Aktien kaufen, die steigen, sondern Aktien, die sich nahe ihren Jahrestiefs bewegen. Das wäre erstmal ein ganz praktischer Hinweis. Aber rein mathematisch könnte man einen 50%igen Drawdown im Konto ebenfalls durch andere Maßnahmen umgehen. Zum Beispiel, indem Sie 50% Ihres Kontos gar nicht investieren. Das heißt, wenn wir von unseren 100.000 Dollar wieder ausgehen und wir haben 50.000 Dollar als Cash-Position vorgehalten für bessere Zeiten, wenn es mal Schnäppchen gibt, und wir haben nur 50% in unsere Aktie investiert, dann reduziert sich natürlich sofort der Drawdown in unserem Kontostand. Wir werden dann nicht 50.000 Dollar auf dem Konto übrig haben, sondern wir werden nur 25.000 Dollar Drawdown erleben, also 75.000 Dollar auf dem Konto übrig behalten. Wem also der Kontostand sehr wichtig ist, der sollte einen Satz verinnerlichen: Auch Bargeld ist eine Positionierung. Auch Bargeld ist Bestandteil Ihres Depots. Und zwar eine Position, die im Kurs normalerweise nicht fällt. Nun, es geht aber noch besser. Wir können unsere Positionen streuen. Nun kann man überlegen, will man eine, zwei, drei, fünf oder zehn Aktien kaufen. Ich habe hier mal ein Beispiel durchgerechnet, was passiert, wenn wir beide Faktoren miteinander kombinieren. Nämlich einerseits, ich halte nach wie vor 50% Cash auf meinem Konto oder ich gehe all in, das heißt überhaupt kein Cash. Und dann habe ich einfach angenommen, ich habe 10 verschiedene Aktien gekauft, alle mit einer gleichen Wichtung. Also hier in diesem Falle mit 5.000 bzw. 10.000 Dollar, je nachdem, ob es sich um die Variante mit oder ohne Cash-Position handelt. Und von diesen 10 Aktien fallen 5 Stück um 50%. Warum nur 5? Nun, je mehr Aktien Sie im Depot haben, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Aktien zur gleichen Zeit genau das Gleiche tun. Also hat man eine Aktie, dann kann es nur rauf oder runter gehen mit dieser einen Aktie. Hat man zwei Aktien, dann habe ich schon zwei Varianten, die passieren können. Und habe ich 10 Aktien, dann kann noch viel mehr an Variationen durchgespielt werden. Aber nehmen wir mal an, 5 Aktien fallen um 50% und 5 bewegen sich gar nicht. Natürlich sind alle Variationen möglich, aber dann sieht man an der Spalte ganz rechts, dass hier unser Investor, der 50% seines Kontos in Cash hält, plötzlich keinen 50%igen Drawdown mehr von seinem 100.000 Dollar Kontostand erlebt, sondern nur noch 12.500. Was haben wir getan? Wir haben 50% Cash vorgehalten und wir haben in 10 verschiedene Aktientitel investiert statt in einen. Das Resultat, wir haben 75% weniger Drawdown, wenn unsere Aktien, zumindest hier in dieser Beispielrechnung, die Hälfte aller Aktienpositionen plötzlich um 50% einbrechen und die anderen 50% sich nirgendwohin bewegen. Also, was können wir hier wieder daraus lernen? Für mich war es eine der Kernlehren der letzten 3 Jahre, immer wieder Liquidität vorzuhalten, also Geld, um zu kaufen, wenn es Sonderangebote gibt. Und die zweite Lehre, es macht sich immer bezahlt, ganz geduldig viele kleine Wetten zu positionieren, statt einer großen. Es ist wie im Casino. Sie können 50
Euro im Casino am Roulette-Tisch auf eine Zahl setzen, dann sind Sie wahrscheinlich nach der nächsten Spielrunde raus und Ihr Geld los. Oder Sie können das Geld in 10 Jetons à 5 Euro aufteilen, dann können Sie einen schönen Abend haben. Am Ende des Tages sind Sie das Geld auch los, aber Sie haben wesentlich länger Spaß gehabt. Und auch darum geht es ja an der Börse, dass man möglichst lange mitspielen kann. Also passen wir auf unser Geld auf, platzieren wir kleine Wetten, bleiben wir liquide. Und mehr dazu gibt's im nächsten Video. Bis dahin, Ihr Nils Gajowi.